Gezuckerte Bergspitzen, die Sonne lacht, pures Gipfelglück auf dem Garmischer Kreuzeck. Vor dem Start der ISPO Munich 2020 zeigen ausgewählte Aussteller auf der ISPO und Snow Preview schon jetzt die Innovationen im Wintersport. Einsteigen, einrasten, losfahren. Bei dem Startup Klo dreht sich alles um Komfort. Mit ihrer Snowboardbindung wird das Liftfahren zum Kinderspiel. Wir sind die einzige schuhunabhängige Step-In-Bindung. Bei uns ist es so, jeder Softboot, jedes Snowboard, wir wollten die volle Kompatibilität. Mit dem einzigartigen Step-In-Schnallensystem wird Clou zum ISPO Goldwinner. Rund um Bequemlichkeit geht es auch bei Nordica. Der HF Elite Heat mit dem sogenannten Monolock-Schnallensystem erinnert nur optisch an die Heckeinsteiger der 90er, ist aber wesentlich mehr. Der Unterschied ist wirklich der Komfort zum Ein- und Aussteigen und dass man wirklich den ganzen Tag über anhaben kann, ohne dass man jetzt sich eingezwängt fühlt, aber trotzdem diese Performance hat. Echte Performance verspricht auch eine spannende Produktentwicklung der TU München. Energy Harvesting per Tourenski. Durch die Gehbewegung des Tourengehers, da entsteht ja immer Energie, aber die wird übertragen durch den Schuh, der hebt ja hinten ab und drückt dann so eine Art Bügel nach unten. Der Bügel übersetzt einen Drehgenerator wie beim Fahrrad, ein Dynamo, und erzeugt Strom. Praktisch für entlegene Mehrtagestouren. Und mit der nachhaltigen Skibrille von Spektrum schwingt es sich mit gutem Gewissen. Der ISPO Goldwinner ist zu zwei Dritteln aus Biomaterial. Der Rahmen besteht aus Maisstärke. Auch Alpina geht bei der Materialwahl ihres Rückenprotektors ganz neue Wege. Nachhaltig produzierte Schafwolle. Der Rückenschutz erfüllt nicht nur die vorgegebene TÜV-Norm. Es fühlt sich einfach schöner an, ein Naturprodukt zu tragen. Es fängt nicht an zu stinken, wenn man auch mal ein bisschen aktiver Ski fährt und da schwitzt. Und es ist natürlich höchst atmungsaktiv. Wer diese und noch viele andere tolle Innovationen sehen möchte, ist auf der ISPO Munich 2020 genau richtig.